Wir haben gesehen, dass es einen Überdruck bedarf, um Quecksilber in eine Pore hineinzupressen. Dieser Überdruck ist umso größer, je kleiner die Pore ist. Genau dieses Verhalten wird ausgenutzt, um in der Porosimetrie die Porengrößen von verschiedenen Materialien zu ermitteln. Wenn wir etwa einen Überdruck von 50 bar aufwenden müssen, um Quecksilber in die Poren hineinzudrücken, dann können wir zunächst den Radius der gekrümmten Quecksilberoberfläche ausrechnen. Wir erhalten bei 50 bar, also 5 Millionen Pascal, einen Radius von 192 Nanometer. Den können wir umrechnen über den Kosinus des Kontaktwinkels in den Radius der Pore. Wir erhalten einen Porenradius von 147 Nanometer.